So Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 2. Ich bin jetzt schon mal hier zum nächsten Gruppenmissionspunkt geflogen und wir schauen uns die ganze Mission jetzt erstmal an. Tod von oben heißt sie. Ich schätze, das ist ein Kinderspiel für jemanden wie Sie. Aber die Reapers brauchen Hilfe bei der Vernichtung eines Militärstützpunktes. Sie bekommen unseren Helikopter inklusive Pilot. Sie müssen nur dicht dranbleiben, Genosse. Hätte mir keinen Kampfhubschrauber schicken können? Oh, Granatwerfer. Na, da habe ich sowieso was Besseres. Aber man könnte ihn ja theoretisch mal ausprobieren, ne? Sie kommt wie gerufen. Ach, das ist eine einhändige Waffe. Aha. Das wusste ich gar nicht. Ja, dann tauschen wir die mal gegen die Schrotflinte einfach. Ich dachte, das wäre so eine zweihändige Waffe. Na gut, interessant. So. Dann würde ich sagen, ja, auf zum Stützpunkt. Dafür brauchen die jetzt einen Helikopter. Ihr hättet mir auch einen Panzer schicken können oder so. Geht da jetzt ab. Ich verarschen, Kollege. Ja, super. Super. Ja, aus... Alter, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte an Leben verloren. Boah, ich bin jetzt total unter Beschuss. Ja, gib mir ein bisschen Heilung. Das wäre eigentlich ganz geil. Fallen lassen, mach doch. Ey, da bringt mir doch der Heli nichts. Ich bin da doch voll unter Beschuss. Habe ich doch keine Deckung oder so. Also erstmal heilen lassen hier. So, wir sollen die Kampfjets zerstören. Das machen wir gerne. Wir erledigen auch wohl hier den ganzen Stützpunkt gleich, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Du da oben ist jetzt fällig erst einmal. Ja, gerade vor 2 Minuten, beziehungsweise ich habe die Aufnahme angefangen oder beziehungsweise wollte sie gerade anfangen, ist mir eingefallen, hey, ich habe ja noch einen GTA 4 Abonnenten zocken vor mir und da dachte ich, ich könnte mal überlegen in der Folge, weil ich das dann am besten mache. Brauchte ich gar nicht lange überlegen, habe mir einfach gedacht, hey, ich habe ja bald Zeit. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, dass jetzt am Sonntag, also ich denke mal, dass ich das Video am Samstag hochladen werde, deswegen morgen. Morgen um 16 Uhr geht's los. Wenn heute Samstag ist, also Sonntag geht's los um 16 Uhr. Also, falls ihr GTA 4 auf dem PC habt, das normale GTA 4, ohne Episodes von Liberty City, das braucht ihr nicht, dann könnt ihr mal wieder eine Runde mit mir zocken, also die letzte Runde, sehr wahrscheinlich. Weil ansonsten brauche ich eigentlich nicht mehr viel GTA 4 zocken, ich habe da eigentlich relativ alles gesehen, aber da werden wir nochmal zusammen zocken. Ich werde das Ganze aufnehmen und dann später im Nachhinein dann hochladen. Und ja, also ich denke, das wird wieder ganz geil. Ich hoffe, noch ein bisschen geiler als das letzte Mal mit Episodes from Liberty City. Das war zwar auch nett, aber es war jetzt nicht das Wahre, muss ich sagen. Ja, und ob sich da noch jemand meldet, irgendwie Promo Cable oder so, muss ich mal sehen. Also das Problem ist halt, dass er, denke ich mal, das ganze Spiel auch nicht mehr installiert hat. Weiß ich aber nicht, kann ich nicht bestätigen. Und es ist ja schon 15 GB groß oder so. Das braucht dann halt eine ganze Zeit, auch mit einem guten Internet, mit einer guten Internetleitung dauert das halt schon. Deswegen, ich muss das mir gerade auch nochmal installieren. Ich muss jetzt in 2 Tagen quasi 15 GB downloaden. Das wird auch nochmal ein paar Stunden dauern. Auch wohl ein paar mehr Stunden. Ich denke so unter 6 bis 8 wird es dann nicht gedownloadet werden. Deswegen, falls ihr irgendwie GTA 4 noch installiert habt oder so schnell installiert habt, dass ihr das jetzt noch schnell installieren könnt, oder falls ihr es überhaupt bei Steam habt, kann ja sein, dass ihr das als ganz normale CD habt und schnell downloaden könnt. Dann, ja, installiert das. Zockt mit mir morgen. Und, ja. Ich freue mich dann. So, ich glaube, ich kümmere mich am besten erstmal um den Auftrag, dass ich hier die Viecher zerstöre. Habe ich hier nicht irgendwo einen richtigen Panzer mit einem richtigen Geschütz direkt? Wo ich nicht mal wieder aussteigen muss. Oder wir nehmen uns einfach den Heli. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit. Da
Da hängt jetzt auch keiner dran, den wir erstmal verhauen müssen. Wir müssen jetzt nur den Typen hier rauslocken. Ich nehme keine Anhalter mit. So. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal ordentlich los hier. Warum steht ein Kampfjet da so komisch herum? Das gibt überhaupt keinen Sinn. So, du bist auch tot. Jetzt, wo wir so einen Kampf hier haben, das ist gar kein Problem mehr. Da werde ich ja schon wieder von hinten angegriffen. Oh, da ist sogar noch so eine Flak, die uns gar nicht bemerkt hat. Sehr gut. Was macht der Heli von uns? Mit dem wir angekommen sind, den brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Na, komm schon. Die sind so schwerfällig, die Helis hier, ne? Ja, schon klar. Alleine kriegt ihr auch nichts hin. So, zerstörungstechnisch müsste es das gewesen sein. Oh, noch schöne Explosion hier. Also wirklich Waffen braucht man hier meistens nicht. Also man braucht höchstens mal so ein paar und so ein paar Wachen abzuschießen. Aber ansonsten braucht man eigentlich nur ein geeignetes Fahrzeug. Die meisten schon von alleine kommen, weil die Typen hier immer sofort Luftunterstützung anfordern. Ich meine, der Rest, ob die mir da jetzt eine Bazooka am Anfang geben oder nicht, das ist eigentlich schon fast egal. Achso, genau, oben war noch so ein Ding. Wie viel brauchen wir denn noch? Das bringt uns jetzt 3%. Also wahrscheinlich gibt es noch drei andere Sachen, die wir hier finden müssen. Eins gibt es in der Nähe auf jeden Fall noch. Dann kommen wir auch immer ganz gut näher. Nee, das ist nur Muni. Aber hier liegt was? G-Data. Muss das jetzt sein? Na egal, seht ihr nicht. Ja, immer diese Festplattenüberprüfung. Alle paar Tage oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie der Zyklus ist. Lag da noch was? Ja. So, und jetzt nur eins. Das ist ja auch relativ gut in der Nähe. Nämlich genau hier unten. Waren wir da nicht schon gerade? Na egal. So. Gut, dann würde ich sagen. Na komm. Würde ich sagen, was haben wir denn hier in der Nähe? Fliegen wir doch mal dahin. Oder fahren oder wie auch immer, was wir da gerade so in der Gegend herumfliegen haben. Oh, die Steuerung. Na komm, Lukas. Ich glaube, ich nehme einfach ein stumpfes Auto. Was hier gerade herumfährt. Falls hier eins herumfährt. Wäre eigentlich ganz praktisch. Müsst ihr wissen. Und hier ist nichts. Na, ich kann mich hier kurz heilen, aber ansonsten. Ich kann mal den Granatenwerfer mal ein bisschen ausprobieren. Okay. Schon ein bisschen die Flugbahn berücksichtigen. Ja, genau. Ein bisschen gegen die Pfeiler da schießen. Aber treffen ist gar nicht so einfach. Na gut, also ich meine, wenn man den ein bisschen aufpimpt, ist das bestimmt gar nicht so schlecht, das Ding. Na los, fahr. So, dann müssen wir jetzt hier gleich mal einfach ein bisschen runterspringen. Ich hatte aber damit noch ein bisschen. Am besten machen wir das jetzt. Wow. Na gut, geht noch, also ich hätte jetzt erwartet, dass das ein bisschen kaputter aussieht. Okay, hier gibt's zwei Sachen zum Einsammeln. Ist ja nicht so viel. Da haben wir das Ding hier auch schnell erledigt. Ja, können wir uns eigentlich wieder direkt auf den Weg machen zum nächsten Punkt. Der wäre hier. Wenn mich jetzt der Heli hier nicht erledigt. Ist er denn? Da ist er doch.
Oder wir hauen einfach ab. Los, schnell. Alter. So sieht also die Apokalypse aus. Junge, Junge, Junge. Komm. Fahr doch schneller. Alter. Dabei habe ich gerade nur 3 Sterne quasi. Also 3 Balken. Ist er weg? Ja gut, der ist noch da, aber wissen wir da weg. Hier in dem Dorf waren wir schon. Kann ich mich hier aber vielleicht wieder... Ja, kurz verstecken. Ja, so viel zum Verstecken. Egal, ein bisschen wurde die Stufe abgesenkt. Schon mal ganz gut. Die sind immer noch alle hinter mir her. Platten haben wir auch vorne. Oh, okay, vorne fahren wir nur noch auf der Felge. Hier links ist auch noch was. Ach so, wir sind jetzt auch schon ein bisschen... Ja, dann machen wir das links hier erst. Da sind wir gerade näher dran. Stimmt, in der Mitte, da komme ich so gar nicht hin. Da muss ich irgendwie in den Urwald erstmal. Das scheint jetzt irgendwie ein großer Armeestützpunkt oder so zu sein. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Bisschen Party hier. Muss halt jetzt sein. Na komm, geh doch dran. So, kurz die Waffe wechseln und vorne dran. So, und jetzt rein damit. Kann ich hier ordentlich ein bisschen was zerlegen. Darf ich mir das ausleihen? Spielzeit, 24 Stunden. Jawohl. Okay, ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal kurz einen Überblick. Zerstören jetzt hier den ganzen Rest. Was gibt es denn hier schon großartig viel? Das ist zumindest kleiner als der Flughafen gerade. Ja, ich sehe dich ja. Ja, das ging schnell. Obwohl ich gar nicht so gut getroffen habe. Kann jetzt auch mal zerstört werden. Der Wasserturm. Ich glaube, in der Mitte ist noch irgendwie mal so ein Antennen-Dingsbums, dass man erstmal ausfahren muss. Natürlich ein bisschen scheiße, wird der Sniper mich da rausschießen können. Schön aus dem Cockpit herausschießen. Da sind noch 2 Dinger und dann haben wir das. Ich glaube, da brauchen wir nur noch ein paar Sachen einsammeln. Wow. Hier geht's auch schon direkt gut ab. Das ist unglaublich. Was die hier wieder für Geschütze ausfahren. Dass sie das nötig haben. Egal, auf jeden Fall habe ich hier schon mal ein Heilungs-Medipack, das ist schon mal gut. Da habe ich zumindest schon mal ein bisschen was in der Hand gegen die. Wow. Okay, jetzt wird's kritisch. Stehe ich voll unter Beschuss. Alter Vater. Wollt ihr mich verarschen? Okay, das war's. Was ist denn das? So schlimm ist es doch normalerweise auf Stufe 5 nicht mal. Ich bin auf Stufe 4. Ja gut, dann würde ich sagen, Excel drehen wir uns da wieder hin. Und ja, machen da die gleiche Party nochmal, ne? Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren gerade. Ja, du kannst mir die Schnauze halten und mich da einfach hinbringen. Exfiltration. Nach... Ja, dann exfiltriere mich mal. Am besten mit neuen Sprüchen, die du nicht jedes Mal sagst. Okay, also nicht. Und ich gehe am besten erstmal ein bisschen außerhalb. Zumindest ein kleines bisschen. Lass mich nicht vielleicht sofort entdecken. Wer weiß. Natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Kann ich nicht den da erledigen und mir die Sniper holen?
Ich meine, wie sehen die mich denn hier? Hier ist doch niemand. Das müsste jetzt so orange sein. Die wissen, dass ich da bin, aber wissen nicht wo. Ja, geht doch. So, jetzt warte ich kurz. Jetzt bin ich unentdeckt. Jetzt kann ich mal gucken. Also ich würde mir schon gerne die Sniper so oder so holen, aber... Das merken die auch sofort. Denn scheint keiner zu sein. Oh doch. Scheiße. Na komm. Meine Güte. Ich bin nicht durchgebrochen. Ich bin immer noch außerhalb. Jetzt bin ich durchgebrochen. Der Zaun ist auch nicht so das Wahre. Schon was Besseres ausfahren, um mich hier aufhalten zu können. Wenn die doch wissen, dass ich hier in der Nähe bin. Und dass ich hier immer Stress schiebe bei den anderen Militärlager. Dann müssen die doch hier mal irgendwie neue Mauern oder sowas auffahren oder Geschütze überall. Dass ich hier gar nicht in die Nähe komme. Ich bin ja berühmt-berüchtigt. Ja, ein bisschen MP-Munition kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Pistole nicht. Ja, danke. So, dann würde ich sagen, sammeln wir kurz die Sachen ein und am Ende machen wir noch kurz die Antenne da kaputt. Oh, Sniper. Ist auch mal geil, wenn man irgendwie, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt in diesem Spiel, aber auch in anderen Spielen, wenn man irgendwie schneller jemanden erledigt, also wenn man quasi vom Sniper anvisiert wird und mit einem Maschinengewehr oder so irgendwie so einer, ja, nicht präzisen Waffe, den Sniper trotzdem schneller erledigt, als der Sniper es getan hat. Das freut mich immer. Ärgert mich natürlich immer andersherum. Ups, was ist das so? So, habt mal ein bisschen Spaß mit den Granaten hier. Oder auch nicht. Denn das war total die falsche Richtung. Das sind aber auch viele, ne? Kommt wieder von allen Seiten. Naja, Geschütz hättest du wohl gerne, ne? Boah, das ist unglaublich, ey. Ich komme hier zu nichts. Ja, super. So, was? Ich brauch sogar nichts, komm. Nein, nicht die Leiche. Oh. Wir machen das jetzt so. Ich drücke kurz überall E. Und vielleicht kurz ein Medipack. Währenddessen. Oh, nicht das Fass. So. Ja, passt schon. Mach hier schnell die Dinger hier kaputt. Damit müssten wir es haben. So, Medipack holen, zack. Und weg. Jetzt machen wir vielleicht nochmal kurz das Rennen von letztem Mal. Dass wir das vielleicht nochmal schaffen jetzt. Da haben wir ja beim letzten Mal ein bisschen versagt. So, und das würden wir jetzt gerne nochmal probieren. Wo war das? Hier. Ist ja irgendwas in der Nähe zum Einsammeln. Warum habe ich das denn beim letzten Mal nicht gemacht? Ich weiß vielleicht warum. Jetzt ja alles ein bisschen voll ist. Ah. Ich meine, damit kann man schon gut ein bisschen spammen, sag ich mal, ne? Vielleicht sollte ich die mal ein bisschen verbessern. Statt der Schrotflinte. Wäre eigentlich mal eine Option, oder? Ich glaube, das mache ich sogar jetzt noch. So. Geht das gar nicht? Doch. Jaja, ich gebe mal jetzt hier Ausrüstung. Granatwerfer, so. Da können wir jetzt auch ordentlich upgraden. Also drei mindestens. Upgrade nochmal. Ja, genau drei. Und nochmal. Kannst du mal am besten noch direkt Munition anliefern lassen. Habe ich kein Problem mit. Naja, sag's immer wieder. So, boah. Mal schön 40 Munition und noch 8 im Magazin, sag ich mal. Okay, ich würde sagen,
Holen wir uns kurz das Medipack. Oder, ne, brauchen wir gar nicht. Wir sind ja voll. Wir holen uns kurz das Rennen, würde ich sagen. So. Das Problem ist jetzt natürlich, wir haben immer noch die Bullen. Könnte problematisch werden, wenn wir hier so ein paar Helis oder so entgegenkommen. Oder irgendwie abgeknallt werden oder sowas. Ich habe doch gerade gar keine Waffen an dem Flugzeug. Ist alles in Ordnung. Ich hoffe, dass ich das wirklich mit diesem Flugzeug hinbekomme. Am liebsten für diese Mission wäre mir jetzt das Tankflugzeug von GTS San Andreas. Das Ding war geil. Das konnte schon einiges. Und wer mir nicht glaubt, der konnte damit nicht umgehen. Ist einfach so. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, die Bullen sind, ja, ist schon wieder ein bisschen abgeschwächt worden. Wir sind auch mittlerweile wieder im orangen Bereich. Sind also auf der Flucht. Wir haben jetzt noch ein Flugzeug. Das will ich mir jetzt nicht kippen. Das wird mir eh nicht bringen. Nichts bringen. So, und dann, ja, warte ich ja schon fleißig auf den, auf diese eine Stelle. Das war ja das mit dem Hotel, wo wir, quasi diesen, Wasserfall runterfliegen mussten. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme diesmal. Vielleicht muss ich das in mehreren Abschnitten machen, dass ich quasi erstmal da durchfliege oder so. Dass ich danach den Flug runter angehe oder sowas. Irgendwie so, aber kann auch sein, dass ich von der Zeit her einfach gar nicht damit hinkommen würde. Wenn ich das so machen würde. Aber ich meine, wir haben jetzt erst 12 Kontrollpunkte, also die Hälfte. Und wir sind jetzt schon beim Hotel, also da muss ja noch irgendwie was kommen, was noch übler ist. Beim Casino. Nicht beim Hotel. Ich bremse jetzt einfach mal ein bisschen. Boah, die haben noch was geraucht, ey. Genau, und dann sollte man da später noch unten drunter. Nein! Willst du mich verarschen? Weil jetzt regnet es auch noch so übelst, ey. Ich sehe doch noch gar nichts mehr hier. So. Jawohl. Alter. Komm, gib Gas. Boah, das Ding kommt hier kaum hoch, ey. Viel zu steil für das Flugzeug. Ja, hier, das schaffe ich so auf keinen Fall. Da muss ich von der anderen Seite kommen, glaube ich. Obwohl, von der anderen Seite ist auch nicht so geil. Das wird auch schwer. Ich meine, ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber von hier, ja, wird es auch nicht einfacher. So, schnell drehen. 34 Sekunden haben wir noch. Boah. Steuerung, ne? So, aber es sieht doch gut aus. Jetzt darf ich nur kein Ding mehr verfehlen, weil das würde mir jetzt, glaube ich, von der Zeit her dann nicht mehr reichen. Das würde mir dann das Genick brechen wahrscheinlich. Boah, da jetzt auch noch durch. Okay, okay, okay. Nicht ruckeln. Und das Ziel. Sehr gut. Ja, hier können jetzt von mir aus die ganzen Dinger kommen. Ja, das wäre in Ordnung. Hier ist ja kein Thema mehr. Und da drunter. Wow, egal. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Ich habe es leider nicht geschafft. Tiefflieger, 15 Sekunden. Ja, egal. Egal, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, Leute, haut rein.